Wie werden die Dinge des Lebens ins Bild gesetzt? Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hallo Axel, fein, dass wir gemeinsam heute zwei Bilder betrachten. Wir beginnen im 20. Jahrhundert. Ja, wir sind hier im oberen Belvedere in dem Raum, der der surrealen und der neusachlichen Welt vorbehalten ist. Und wir sprechen über ein Werk von Herbert Ploberger, Stillleben mit Ananas von 1926. Ploberger signiert sein Bild oben links auf einem Vorhang, der an die Seite gezogen ist. Und dieser an die Seite gezogene Vorhang öffnet den Raum, in dem sich kein Mensch befindet, aber eine interessante Szenerie mit vielen Dingen und Gegenständen, über die wir vielleicht sprechen könnten. Ja, auf den ersten Blick wirkt diese Szenerie sehr interessant, sehr vielfältig. Eigentlich in jeder Bildebene befinden sich Dinge, Gegenstände, die abgebildet sind, die durchaus auch kunsthistorische Referenzen haben. Ein Blumenstrauß, ein Obststillleben, im Hintergrund auch eine Topfpflanze. Sehr interessant, aber es wirkt auch irgendwie so, als hätte gerade jemand diesen Raum verlassen, wenn wir das Glas im Vordergrund betrachten, das halb gefüllt ist. Bin nicht ganz sicher. Also ich habe auch immer die Vermutung gehabt, dass es vielleicht eine vielleicht rendezvousartige Begegnung hier hätte geben können mit einem Drink, wobei es auch vielleicht ein Himbeersoda oder ein Campari sein kann. Aber Kirschen gelten ja zum Beispiel auch als Paradiesfrüchte, als vielleicht ein Hinweis auf etwas, auf eine erotische Begegnung vielleicht, aber das sind alles keine wirklich festen Hinweise, die uns Ploberger hier gibt. Also was wir sehen, ist ja eine sehr antiseptisch aufgeräumte Szenerie mit Gegenständen, und auf einer ersten Ebene spielt er vielleicht mit dem klassischen Genre des Stilllebens, also dem holländischen Blumenstillleben, dem Stillleben von Krug und Waschschale, einem Obststillleben oder Früchtestillleben, einem Stillleben mit Flaschen. Und was mich aber eben an diesem Bild am meisten fasziniert oder was so eine Reibung erzeugt, ist, ob diese Dinge einfach aus reinem kompositorischen Interesse an ihre Stelle gekommen sind und sich Ploberger nur für Oberflächen und eben die Platzierung der Dinge im Raum interessiert oder ob diese Dinge eben vielleicht doch untereinander kommunizieren? Ja, also ich würde schon vermuten, dass es eine Form von Kommunikation gibt, wenn man sich sozusagen mit dem Auge durch das Bild bewegt. Vielleicht könnte man es auch verstehen als ein Kryptoporträt, also im Sinn, sozusagen ein verschlüsseltes Porträt des Malers selbst. Interessant finde ich auch den Einsatz von Schlagschatten, besonders hervorzuheben wäre da eben auch dieser Schlagschatten des Fensters, das so ein Raster an die Wand wirft, aber auch natürlich dieser Blick ins Außen auf ein Treppenhaus, was eben auch ein Außen andeutet, nicht? Also Ploberger hatte zeitweise sein Atelier in der Roten Turmstraße 17 hier in Wien und es war wahrscheinlich ein Souterrain-Atelier und vielleicht ist es dieser Raum, denn er öffnet diesen Raum ja für uns, indem er den Vorhang an die Seite schiebt, aber unsere Betrachterperspektive ist auch noch nicht ganz klar. Also sitzen wir als Betrachter oder vielleicht auch noch jemand, der, falls eine Person den Raum verlassen hat, noch sozusagen stellvertretend hier vor Tischende, oder blicken wir durch ein Fenster in dieses Bild oder auf diese Szenerie, die ja recht theaterhaft ist. Also Ploberger hat fast 40 Jahre als Kostüm- und Bühnenbildner gearbeitet, sowohl fürs Burgtheater, für die Salzburger Festspiele und so weiter. Also er ist jemand, der weiß um die Symbolik von Dingen, die im Raum platziert sind, und kann damit umgehen und weiß auch, was manchmal zum Beispiel Stellvertreter sind. Mhm. Also die Ananas als kostbare Frucht könnte vielleicht auch die Stellvertretung für einen kostbaren Menschen sein, der vielleicht den Raum verlassen hat. Sehr interessant, diese Assoziation zum Bühnenbild, weil das ist ja ein Bild aus den 20er Jahren und meines Wissens nach ist er ja später in erster Linie als Bühnenbildner tätig gewesen, nicht? Und das hat doch auch wirklich sehr stark den Anschein einer sehr inszenierten, fast bühnenhaften Szenerie. Ja, danke, das ist ein gutes Stichwort. Ploberger hat sich schon früh für Räume und ungewöhnliche oder große Räume, theatrale Räume interessiert. Mit 22, 23 Jahren reist er nach Paris 1925 und verdient sich dort Geld, indem er Weltausstellungspavillons ausmalt, kehrt dann zurück nach Wien mit neuen Ideen. Er hat in Paris viel Kunst gesehen und dann beginnt seine neusachliche
Serie, von der es nur noch ca. 12 Arbeiten gibt, weil sie wesentlich größer war, aber Teile eben vielleicht durch das zerstörte Atelier in Berlin mit zerstört wurden. Aber dieses Interesse für Theater und Raum, das greift er eben in diesem Werk von 1926 auf, nicht zuletzt eben mit diesem Vorhang, den er an die Seite zieht, aber auch die Inszenierung von Raum und Tiefe oder auch der Einsatz vom Licht. Also Licht hat hier ja eben auch eine recht starke Bedeutung. Ja, und da, wo Licht ist, da ist eben auch Schatten. Und den Schatten hatten wir ja vorher schon erwähnt, der auch eine sehr zentrale kompositorische Rolle spielt. Und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Verbindung zu dem Bild, das wir aus der zeitgenössischen Kunst anschauen werden, nämlich eine Arbeit von Maya Bukuye, die wir in der Sammlung haben und die derzeit in einer Sonderausstellung im Belvedere 21 zu sehen ist. Schauen wir sie gemeinsam an. Sehr gerne.